grüße euch heute Abend, meine lieben Freunde, meine lieben Geschwister. Wir sind im Gebet für unser Land, für unsere Regierung, für alles, was heute in unserem Land geschieht. Und ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, dass wir gemeinsam wieder im Gebet vor den Thron der Gnade kommen können. Zuvor wieder ein Wort aus Epheser, Kapitel 1, Vers 5 bis 6. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. O Vater, wir danken dir, dass du uns in dem Geliebten, in deinem Sohn Jesus Christus begnadigt hast und dass du uns die Gnade gezeigt hast in ihm, damit wir heute in ihm sein dürfen. Danke, dass du uns auserwählt hast und dass wir in deiner Herrlichkeit heute stehen dürfen. Aber vergib uns, wo wir nicht nach deinem Willen gelebt haben. Vergib, wo wir falsche Wege gegangen sind, wo wir falsche Menschen gehorcht haben, wo wir nicht nach deinem Willen gelebt haben. Vater, wir beten, dass du uns heute reinigst mit dem Blut von Jesus Christus. Alles Unreine muss gehen, wenn das Blut Jesu auf uns wiederkommt. Herr, ich danke dir, dass wir dir heute dienen dürfen, von ganzem Herzen. Wir beten, dass du heute wieder unsere Gebete hörst. Wir sind eins mit vielen deinen Kindern. Deine Braut, die freut sich auf dein Kommen. Deine Braut, Jesus Christus, freut sich auf dein Wiederkommen. Und darum segne du jeden Einzelnen heute. Lass uns dir dienen von Herzen. Und wir beten für unser Land, dass dein Wort unser Land ist. Wieder neu erreicht. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Vater, danke, dass dein Wort wir freisetzen dürfen für unser Land wieder und dass dein Wort wieder unseren vielen, vielen Mitbürger, viele unserer Mitmenschen erreichen wird. Wir setzen dein Wort frei. Danke, dass wir heute wissen dürfen, du bist Gott und du stehst über alles und du hast die Kontrolle nicht verloren über dein Wort, über die Dinge, die heute passieren. Du bist Gott und wir vertrauen dir. Wir beten, dass deine Gnade uns heute wieder neu ermutigt und neu motiviert, wieder neu dir von ganzem Herzen zu dienen und deinem Volk dienen. Danke, Vater, wir erheben deinen heiligen Namen und beten dich an in Jesus Christus. Amen.